Es gibt unglaubliche Neuigkeiten. Eine ganz große Transformation geschieht gerade jetzt über die Feiertage. Es ist etwas, was wir bisher noch nicht gekannt haben. Und es geschieht auf globaler Ebene und beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. Du erfährst alles ganz genau in diesem Video, deswegen ist es sehr wichtig, dass du heute hier bist. Bevor wir gleich beginnen, möchte ich schnell noch was in eigener Sache sagen. Und zwar geht es um das Smarana-Festival, was wir ja am 22. und 23. Juli im größten hinduistischen Tempel von Europa feiern werden. Und wir bekommen zu diesem Festival Unterstützung von den Sternenwesen, Unterstützung vom Galaktischen Rat, Unterstützung vom Weißen Rat des Lichtes. Von diesen liebevollen Lichtwesen bekommen wir geheime Werkzeuge, die wir zusammen an diesem Festival nutzen werden. Wir dürfen das vorher noch nicht bekannt geben, weil sie eine enorme Auswirkung haben werden. Wir werden versuchen, die Matrix zu sprengen, um so den Wandel in die fünfte und in die höheren Dimensionen vor allen Dingen leichter und schneller zu gestalten. Wenn du gerne dabei sein möchtest, dann klicke auf den Link unter dem Video und informiere dich und melde dich an. Wir erwarten auch die Urna, die Sängerin Urna. Sie hat unsere Smarana-Melodie eingesungen. Ihr hört sie fast in jedem Video. Und das wird so wunderschön werden. Und das, was jetzt passiert, was jetzt gerade passiert mit dieser großen Transformation, das dient der Vorbereitung ebenso. Es ist über die Feiertage, in denen wir uns gerade befinden, eine unheimlich starke Transformationskraft, die auf die Erde kommt und die auch von unseren Sternenfreunden unterstützt wird. Ich erzähle euch nachher, was die dafür tun und wie die dann auch mit dem Rat des Weißen Lichtes zusammenwirken. Das erzähle ich euch gleich. Jetzt erzähle ich euch erst noch mal was über diese Energie und ich habe auch auf Telegram schon über diese Transformation-Energie gesprochen. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhorchen. Jetzt, diese transformierende Energie ist etwas, was unser ganzes Dasein verändern kann, unseren physischen Körper, unsere Seele, unsere Aura bis hin zum Lichtkörper und zu unserem spirituellen Wachstum auch dazu beitragen kann. Also ganz wichtige Energien kommen auf die Erde und werden uns begleiten die nächsten Tage. Die Energiewellen sind so stark und ich glaube, ihr könnt es fühlen. Und besonders fühlbar ist es für mich eigentlich jetzt gestern um 3 Uhr morgens gewesen. Da bin ich nämlich aufgewacht und es wurde mir gesagt, es wird jetzt die nächsten Tage immer um 3 Uhr morgens ein intensiver Energieschub auf die Erde geschickt. Also für uns hier in Europa ist es 3 Uhr morgens. Wenn jemand woanders herkommt, der muss sich das dann umrechnen. Und zwar ist es so, dass die galaktische Flotte sich versammelt über die Erde in so einem Kreis. Ne, die haben sich so kreisförmig aufgestellt und senden intensive Energien auf die Erde und zwar in die Lichtsäulen, die sie selbst für uns aufgestellt haben, und zu den Pyramiden und zu den Kraftplätzen. Also zu diesen drei wichtigen Orten auf der ganzen Erde wird diese Energie gesandt. Und das hat ein riesengroßes Ausmaß. Man kann schon sagen, ein episches Ausmaß, denn es erreicht alle Menschen. Und da passiert nämlich etwas. Es passiert nämlich zwei Dinge. Erstens wird nochmal ganz intensiv diese neue Heilenergie übertragen und in uns, wer sich dafür öffnet, aktiviert werden. Und mit dieser neuen Heilenergie werden wir ja auch mit Erzengel Uriel in unserem Webinar zur Heilung des inneren Kindes arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch darüber ist eine Information im Link unter dem Video. Und dann bekommen wir, und das ist phänomenal. Wir bekommen Energien, die in uns, in unserer Seele, in unsere Seelenstrukturen die göttliche Blaupause installieren. Wer möchte, wer dazu bereit ist, bei dem wird es vollzogen werden. Also ihr dürft euch
entscheiden und Ja sagen oder Nein sagen, so wie ihr eben das möchtet. Und diese göttlichen Blaupausen, die tragen ganz, ganz viel Wissen, die tragen so viel Energie, dass sie den Wandel in uns, weil es beginnt ja zuerst in uns, der Übergang in die neuen höheren Ebenen des Bewusstseins, dass sie in uns den Wandel leichter vollziehen oder uns helfen, dass dieser sich leichter vollziehen kann. Es ist eine ganz neue Art und Weise, die hier geschieht. Wir kennen es noch nicht. Es ist noch nie so da gewesen. Und ich bin so gespannt, was ihr dabei fühlt. Und wir werden ja auch eine wunderschöne Botschaft von Erzengel Uriel bekommen. Und zwar wird sie uns über die Zusammenarbeit der lichten Wesen und unserer Sternenfreunde berichten und auch darüber berichten, was alles noch geschieht in unseren Körpern. Das heißt also auch, sie sagt, wir oder jeder einzelne von uns sollte ganz klar sagen, ob er dabei sein möchte oder nicht. Denn es wird nur dann geschehen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte es. Das ist der freie Wille, den sie in uns achten. Und jeder kann dann für sich entscheiden, ob er eben auch seine göttliche Blaupause erhalten möchte. Die Blaupause ist so ein runder Punkt. Die ist hier so an der rechten Seite vom Kopf. Ihr seht es jetzt vielleicht spiegelverkehrt. Da ist so ein runder Punkt in der Aura. Das ist die Blaupause, die jeder Mensch hat. Und jetzt kommt da dazu noch die Information aus der göttlichen Blaupause. Und das wird unser ganzes Bewusstsein enorm anheben. Wir werden so richtig geöffnet werden, um auf einmal viel mehr zu verstehen. Und dies ist so ein Schritt in die Umwandlung unseres Geistes. Das heißt, wir bekommen dadurch die Möglichkeit, neue Lehren zu vermitteln. Wir werden andere, intensivere Visionen haben und unseren Weg hier auf der Erde nochmal in einem ganz anderen Licht erkennen und uns selbst auch noch intensiver erkennen. Es ist also ein ganz großer Schritt, den wir hier in unserer persönlichen spirituellen Entwicklung gehen können, wenn wir uns dem öffnen. Das ist immer wieder die Voraussetzung. Und sie sagen auch, es wird angepasst werden für jeden Menschen auf die Entwicklungsstufe, wo er sich gerade befindet. Und das ist doch so herrlich. Und ich bin so dankbar dafür, dass dies jetzt gerade geschieht. Und jetzt werden wir gleich die Botschaft hören und ich sprühe mich schon mal ein. Da ist sie. Das letzte Mal hatte ich die Essenz von den sieben Schwestern, obwohl jetzt könnte ich eigentlich beide benutzen. Das ist die Erzengel-Essenz, genau. Und ich nehme auch noch die von den sieben Schwestern, weil wir ja jetzt praktisch die Energie von beiden haben, weil die ja zusammenwirken. Ah, ist das schön. Ich verteile immer so die Energien gerne nochmal mit den Händen in meiner Aura. Und dann öffnet sich schon mein Channel-Kanal und ich bin bereit, jetzt für euch die Botschaft zu überbringen. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und lasst euch fallen, so tief wie ihr könnt, einfach um zu genießen. Denn hinter jedem Wort, das sollte ich euch noch sagen, fließt schon diese neue Energie, die transformierende Energie. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Menschen der Herzen, Engel Uriel begrüßt dich voller Freude, voller Achtsamkeit und Liebe. Und so bin ich gekommen mit einer ganz besonderen Botschaft für euch alle. Denn wir haben uns entschlossen, mit den Sternenfreunden eine Allianz zu gründen, um euch noch viel besser unterstützen zu können
Und so ist es im Moment so, dass das ganze Universum für euch wirkt, dass wir zusammen für euch da sind. Und dies bringt noch besondere Möglichkeiten mit sich. Denn die galaktische Flotte, sie wird sich für 10 Tage immer morgens für eure Zeit um 3 Uhr versammeln und transformierende Energien aus dem Universum zu euch auf die Erde senden. Dies ist etwas ganz Neues, denn mit diesen transformierenden Energien fließt die Bewusstseinsenergie aus der göttlichen Matrix in eure Auren ein. Und dies geschieht für alle, die sich dafür bereit erklären. Und so fließt auch jetzt durch jedes meiner Worte schon ein wenig von dieser Energie zu euch. Ihr werdet es fühlen, denn es fühlt sich anders an als bisher. Diese Energie erreicht alle Menschen, die sich dafür bereit erklären. Und es wird ein göttlicher Wandel in eurem Bewusstsein geschehen, in einer neuen Art und Weise, die ihr bisher noch nicht kanntet. Dieser Wandel wird euch ermöglichen, auf neue Ebenen des Bewusstseins einzutauchen. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich noch nicht verstehen, denn es ist ein Prozess, der langsam beginnt und immer stärker wird. Es ist ein Prozess, der eure Seele begleitet. Und wir werden zusammen mit den Sternenwesen und dem Weisen Rat des Lichtes die Energien so anpassen, dass sie für jeden Einzelnen günstig und zum allerhöchsten Wohle wirken. Und so sind wir für jeden Einzelnen von euch da. Und dies tun wir voller Freude und voller Liebe. Über diese Transformation werden die alten Strukturen, die euch noch festhalten, die euch noch in Angst und Schrecken halten möchten, werden aufgelöst. Es wird in Liebe und Achtsamkeit geschehen und es wird euch gut tun. Und ihr werdet es spüren in eurem Umfeld. Dies alles ist die Vorbereitung dafür, dass das Neue, die neue Zeit beginnen darf. Wir wissen, dass es euch immer noch viel zu lange dauert. Wir bitten euch aber um Geduld. Denn es braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse Zeit der Reife. Viele Menschen sind noch nicht bereit und wir möchten doch, dass möglichst alle Menschen dabei sind, wenn das Neue geschieht, wenn sich das Neue etabliert. Und deswegen bitten wir euch um Geduld. Und wenn wir sagen, es geschieht bald, dann ist es eine Energie, die sich bei euch in Freude in eurem Herzen ausbreiten soll. Denn dieses Bald ist etwas, was wir nicht genau oder genauer definieren können, da wir eure Zeitrechnung in der Wirklichkeit nicht kennen. So habt Vertrauen und seid offen für diese Energien, denn sie bringen euch das Schönste, Neueste, das, was ihr euch in eurem tiefsten Herzen ersehnt. Und es wird die Fülle auf allen Ebenen für euch alle da sein. Ihr werdet gesund sein,
Ihr werdet in diese neue Zeit mit einem gesunden Körper eintreten. Dafür sorgen wir und dies werden wir in den nächsten 10 Tagen immer wieder mit unseren Energien für euch tun. Wir werden euch heilen und alte Energiestrukturen transformieren. Und damit du ein bisschen fühlen kannst, was es bedeutet, wenn diese Energie fließt, werde ich jetzt davon etwas zu dir senden. Dies dient auch dafür, dass du morgen, wenn du um 3 Uhr die Energieübertragung bekommst, dich dabei wohlfühlst, dein Herz sich öffnet und deine Seele diese Energien empfängt. So genieße die Energie, welche ich jetzt zu dir sende. Und so ist es geschehen. Wertvolle Energie wurde dir übertragen. Und ich danke den Sternenwesen, den 7 kosmischen Schwestern des Lichtes und dem göttlichen Rat des weißen Lichtes für die wundervolle Zusammenarbeit zum Wohle aller Menschen. Und ich danke dir, dass du heute hier warst, mit den Worten von Smarana. Mein Herz ist ganz warm geworden. Und ich freue mich so, dass du dabei warst. Und wenn du immer wieder die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt empfangen möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, liken und teilen und die Glocke aktivieren, denn so bist du immer bei den Ersten dabei, die Bescheid wissen. Ich danke euch allen sehr und ich freue mich auf alle, die zum Festival kommen. Es wird eine wunderschöne Zeit für uns werden. Alles Liebe, bis bald.